unserem letzten Trip durch Belgien und Frankreich fanden wir dieses verlassene Château. Ein riesiges Anwesen mit parkähnlichem Garten, in dem sich nicht nur ein Tennisplatz, sondern ein altes Trampolin befinden sollte. Es ist alles wahnsinnig verwuchert hier. Es sind überall frische Weidenbüsche, würde ich sagen, die hier langsam wachsen. Da kann man ja schon sich grob vorstellen, wie alt und wie lange das Grundstück inzwischen schon verlassen sein muss. Unheimliche Puppen waren überall im Garten versteckt und hingen sogar an Bäumen. Irgendwas war komisch an diesem Anwesen. Wir fanden eine uralte Kutsche. Boah, die wirkte wirklich unheimlich und könnte ja wirklich noch aus einer Zeit sein. Also irgendwas Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht. Und Bilder, die weit über 100 Jahre alt gewesen sein müssen. Eine Sache, die mir in diesem Bild hier noch auffällt, der Schrank, der da steht, ist genau der, auf dem jetzt das Bild steht. Das gibt's ja gar nicht. Es ist definitiv ein bisschen unheimlich, zumal ich ganz allein in diesem Haus bin und hier gerade sonst keiner ist. Kommt mit uns auf eine unglaubliche Zeitreise in die Maison Garfield. Das heutige Video wird gesponsert von RhinoShield, meinem Sponsorpartner für dieses Video. Viele Projekte wären ohne RhinoShield nicht möglich, deswegen an dieser Stelle mal vielen Dank. Heute möchte ich euch keine Handyhülle vorstellen, obwohl die bekannten Handyhüllen von RhinoShield natürlich unangetastet sind. Und wer da eine braucht, der guckt auch da gerne in die Videobeschreibung, denn Handyhüllen kann RhinoShield natürlich besonders gut. Und mit 3,50 Meter Sturzhöhe ist das was ziemlich Robustes. Aber RhinoShield hat was Neues rausgebracht. Und zwar für alle die Leute da draußen, die eine Apple Watch haben, ist das jetzt interessant. Denn RhinoShield hat nicht nur Cases für die Apple Watch rausgebracht, es gibt vor allem jetzt Bänder für die Apple Watch. Auch hier wieder in verschiedenen Farben, das sollte klar sein. Wirklich coole Farben, in dem Falle jetzt Oliv oder auch Schwarz, gibt aber auch interessantere, so wie Pink. Die Apple Watch Bänder sind extrem nachhaltig hergestellt. Komplett aus recyceltem Nylon. Das finde ich zurzeit auch ziemlich cool an RhinoShield. Jedes neue Produkt, was rauskommt, ist extrem nachhaltig hergestellt. Man achtet darauf, weniger Energie zu verbrauchen bei der Herstellung. Die Verpackung und alles andere ist nachhaltiger und das ist wirklich cool. Die Apple Watch Bänder zeichnen sich darin aus, extrem flexibel zu sein. Das ist so ein geflochtenes, cooles Design irgendwie, was gut auch zum Thema Outdoor passt, weswegen die Bänder auch mir einfach richtig gut gefallen. Es ist immer eine Kombination aus so einem Edelstahl-Look und eben der jeweilig ausgewählten Farbe. Tragegefühl wird bei den Apple Watch Bändern natürlich auch groß geschrieben. Dabei wurde darauf geachtet, BPA-freies Material zu nutzen, also chlorfrei und so weiter, dass ihr das Ding auch wirklich jeden Tag tragen könnt. Wer diese Bänder und die Cases von RhinoShield für die Apple Watch jetzt mal ausprobieren möchte, checkt den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung ab und spart mit meinem Code ADVENTURE10 nochmal 10% auf eure Bestellung. Vielen Dank an RhinoShield für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure. Ich befinde mich in einem riesigen, schlossähnlichen Garten. Hinter uns liegt die sogenannte Maison Garfield. Ein riesiges Anwesen mit Gästehaus, einem Hauptgebäude mit Keller und Dachboden und einer Scheune. Dazu der Garten, in dem sich, das zeige ich euch gleich nochmal, ein Trampolin und sogar einen Pool befinden soll. Die Natur holt sich das Gebäude nach und nach zurück. Vieles ist zugewachsen und verwuchert. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Viel Spaß mit diesem Video. Hier steht das alte Trampolin. Spricht ja irgendwie dafür, dass die auch mal Kinder hatten. Da vorne ist das Château bzw. Maison. Für mich ist es einfach ein Anwesen, wo man von hier aus sogar schon sieht, dass da so ein Türmchen ist, wo so ein Wetterhahn draufsteht, der ihm auch die Himmelsrichtung anzeigen konnte. Es ist alles wahnsinnig verwuchert hier. Hier hinten steht noch eine riesige Rutsche. Das Grundstück geht noch ganz bis da hinten weiter. Ich glaube, ganz am Ende des Grundstückes sehe ich sogar auch noch mal irgendwie so ein Pavillon oder sowas stehen. In diesem Garten stehen auch überall diese parkähnlichen Laternen rum. Man sieht gar nicht mehr richtig, wo die einzelnen Wege waren oder wo man hier weiter konnte. Das zieht sich ganz bis da hinten hin. Das ist fast ein Park. Im hinteren Teil des Gartens haben wir sogar noch mal einen Tennisplatz gefunden. Guckt euch das an, hier sind die alten Zäune. Da oben sind sogar Scheinwerfer, die den Tennisplatz angestrahlt haben. Alter, das gibt's ja gar nicht. Und hier ist das Netz. Das gibt's echt nicht.
Aber ich glaube, da ist sogar mitten eingewachsen im Gebüsch diese Leiter. Da saß man drauf, um das Tennisspiel zu beobachten. Hier gibt es jetzt so einen kleinen Trampelpfad und über diesen Trampelpfad kommen wir in Richtung der Maison. Maison Garfield. Warum auch immer die so heißt, ich hoffe, wir finden es noch heraus. Ich vermute mal, das da müsste der seitliche Flügel mit den Gästewohnungen sein. Alter Schwede, was ein Riesengebäude. Hier gibt es sogar noch einen Brunnen. Ist das absurd. Schaut mal, wie zugewachsen das hier auch alles ist. Man sieht teilweise die Fenster kaum noch. Ich würde vorschlagen, bevor wir ins Haupthaus gehen, schauen wir erstmal hier hinten nach den Gästehäusern. Hier geht's nochmal durch so ein kleines Tor. Hier gibt's einen Mini-Brunnen, wo man früher wahrscheinlich auch Wasser zapfen konnte. Alter, schaut euch mal an, wie zugewachsen der Innenhof hier ist. Man kann das Gästehaus und auch die Scheune auf der anderen Seite kaum noch erkennen. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal Richtung Gästehaus, oder? Das ist unglaublich. Man muss sich hier richtig durchgraben. Es sind überall frische Weidenbüsche, würde ich sagen, die hier langsam wachsen. Da kann man ja schon sich grob vorstellen, wie alt und wie lange das Grundstück inzwischen schon verlassen sein muss. Über dieses Tor kann man vermutlich rein, von der Straße aus, die dahinter liegt. Hier hat man auch nochmal einen guten Blick auf das Gebäude von außen, die Maison Garfield. Da sieht man nochmal den Turm, einige Fenster. Von hier aus wirkt es kleiner als von der anderen Seite, weil es nach hinten raus halt noch recht groß gebaut ist. Die Scheune gucken wir uns gleich an. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in das erste Gästehaus. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Räume hier sind. Hier ist auf jeden Fall dunkel. Machen wir mal Licht an. Oh, krass. Voll eingerichtet hier das Teil. Hier gibt es einen Schreibtisch, sogar ein altes Radio. Hier stehen überall so alte Figuren, Porzellanfiguren vermute ich. Dann gibt es hier einen großen Kleiderschrank, zwei Matratzen auf dem Boden, wahrscheinlich war das mal ein richtiges Bett. Hier noch so eine, ja, so ein Schränkchen, so ein Schminkschrank kann man fast sagen. Und was mich wundert für ein Gästehaus, hier gibt es halt ganz viele Pokale. Ich weiß nicht, wovon die sind. Steht das hier drauf? KTC. Das sind Athletikpokale. Wenn man sich den hier anguckt, der ziemlich groß ist, das ist ja krass. Eine richtig kleine Pokalsammlung. Da muss jemand mal in irgendeiner Sportart richtig gut gewesen sein. Mit den Puppen haben sie es hier aber auch irgendwie in dem Haus. Weil draußen, als wir reinkamen, hing an einem Baum schon eine Puppe und auch am Haus habe ich gerade eine Puppe gefunden, die da so aufgehängt wurde. Keine Ahnung, ob sich hier jemand einen Scherz erlaubt hat, aber ein bisschen unheimlich ist es. Hier liegen auch einige Details rum. Auch im Raum hier neben ist ein Kleiderschrank, habe ich gerade gesehen, und ein kleines Badezimmer, wo sogar die Zahnbürsten noch hängen. Ich würde mal sagen, wir gucken in die nächste Gästewohnung, weil hier gibt es tatsächlich noch eine. Unvorstellbar, oder? Das andere Gästehaus befand sich direkt hier neben. Da waren wir gerade. Hier ist das nächste. Ist so aufwendig gemacht alles. Und auch hier scheint wieder fast alles noch eingerichtet zu sein. Wieder krass, wie die das hier verlassen haben. Boah, sind das nicht die drei Könige? Kaspar, Melchior und Balthasar, ich bin mir ganz sicher. Drei wirklich edel aussehende Figuren. Wahnsinn. Dann haben wir hier nochmal ein Badezimmer. Was krass ist, wieder sind hier noch die Zahnbürsten. Und auch so ein kleiner Einwegrasierer und sowas. Auch ein Parfum, das lässt man ja eigentlich nicht da, wenn es nur Gästehäuser sind. Und im letzten Raum hängen auch wieder einige Bilder. Hier steht sogar was dran, wie so ein Kinderzimmer. Onze Schatjes. Das könnte sogar ein Kinderzimmer gewesen sein. Ich würde sagen, von den Gästehäusern gehen wir direkt auf die andere Seite und schauen mal, was in der Scheune ist. Vielleicht steht hier sogar noch ein Auto oder sowas. Also hier standen auf jeden Fall mal die Autos, würde ich sagen. Definitiv. Hier ist Platz für 3 bis 4 Fahrzeuge, theoretisch. Und was ist in der Scheune? Hier ist so ein kleines Tor. Alter! Was ist das denn? Hier ist einfach eine uralte Pferdekutsche drin und solche Lampions. Sieht ein bisschen aus wie so ein China-Restaurant hier von einer
Deko. Da ist so ein Drachen an die Wand gemalt, ziemlich krass. Über uns die Balance. Und dann hier diese alte Kutsche. Das gibt's ja gar nicht. Boah, die wirkte wirklich unheimlich und könnte ja wirklich noch aus einer Zeit sein, wo dieses Chateau hier noch ganz neu war. Also irgendwas Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht. Da guckst du nichtsahnend in diese Scheune. Ich dachte wirklich, das ist eher so bauernhofartig, dass hier ein paar alte Maschinen stehen. Aber dass hier eine uralte, wahrscheinlich über 100 Jahre alte Kutsche drin ist und die Ballons und der Drache an der Wand, ja, schon krass. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich frag mich auch, warum das hier so aussieht. Vielleicht war das hier so eine Art Partyraum für die? Oder die haben solche alten Kutschen gesammelt und deswegen das Ganze so interessant gestaltet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einer Kutsche und einem Drachen an der Wand. Also dann gehen wir weiter, wieder raus aus der Scheune, vorbei an dem Haus, welches wir jetzt nochmal hier von nahem sehen. Schöne Fensterfront, alles auch schon so ein bisschen mit Moos bewachsen. Und hier habe ich gerade noch ein Tor gesehen. Das ist auch nur so halb angelehnt. Und dahinter ist tatsächlich ein kleiner Pool, wie es aussieht, oder? Das ist definitiv hier so ein kleiner Pavillon, so ein fast so ein Treibhaus mit Whirlpool zumindest drin. Das musst du erstmal haben im Garten. Ja, tatsächlich ein Whirlpool. Schön überdacht, windgeschützt, kannst du hier in diesem Treibhaus sitzen, liegen, wie auch immer und den Whirlpool genießen, der inzwischen natürlich völlig kaputt ist. Anhand dieses Whirlpools ist halt mal wieder deutlich zu erkennen, wie lange das Ding schon verlassen ist. Die Fenster hier oben sind zwar alle noch heile, aber der Whirlpool sieht halt schon richtig modrig aus, ne? Der hat die besten Zeiten definitiv schon hinter sich. So, gehen wir weiter. So langsam geht's nämlich Richtung Wohngebäude, würde ich sagen. Hier ist schon ein offenes Fenster. Oha. Hier sind auf jeden Fall riesige Panoramafenster. Ich vermute mal, dass das, was jetzt hier so zugewachsen ist, mal eine Terrasse war, dass man hier gemütlich sitzen konnte. Und ich glaube, durch diesen Spalt geht's jetzt hier rein, der gerade so breit ist wie meine Kamera. Den Rucksack sollte man da auf jeden Fall ausziehen. Den tun wir schon mal rein. Zack. Und jetzt quetschen wir uns auch durch. Puh. Rucksack wieder drauf. Und das, was hier in dem Wohnzimmer auf uns wartet, ist unglaublich. Alter, was ist das für ein krasses Haus? Wir sind nämlich hier direkt im Wohnzimmer gelandet. Hier gibt es zum Beispiel einen echt luxuriösen Kronleuchter. Dann diesen Kamin mit den zwei uralten Holz-Stuhlsesseln, kann man sagen. Ist halt echt selten, ne? Selbst die Glasscheiben vom Kamin sind noch heile. Hier gibt's keinen Vandalismus bisher. Selbst alle Dekopflanzen stehen hier noch, wie sie verlassen wurden. Das gibt's doch gar nicht. Und ein wirklich krasses Ding hier ist diese alte Kommode. Guckt euch mal diese Fotos an, die da stehen. Das sind alles Hochzeitsbilder. Aber Hochzeitsbilder, würde ich sagen, vielleicht von 1910, 1920. Ich weiß nicht, vielleicht steht hier sogar ein Datum, aber man kann die Bilder gut erkennen. Hochzeitspärchen mit den Kindern und Blumen. Eine Mutter mit ihrem Kind. Auch richtig, das war schon noch zu so Zeiten, wo man sich richtig schick gemacht hat für das Foto. Dann hier drei Kinder in extrem edlen Klamotten. Sowas konnten sich halt auch nur wirklich reiche Leute leisten, ne? Darunter das Bild auch irgendwas Christliches. Daneben der Papa mit seiner Tochter. Und diese Bilder stehen halt alle auf diesem mindestens genauso alten Schrank. Eine uralte Holzkommode mit Verzierungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so alte Bilder immer etwas gruselig. Gerade wenn sie in so einem alten Haus wie hier stehen. Eine Sache, die mir an diesem Bild hier noch auffällt, es spiegelt leider so, aber der Schrank, der da steht, ist genau der, auf dem jetzt das Bild steht. Das gibt's ja gar nicht. Guck mal hier, das ist der Schrank. Hier, der Vergleich. Schrank, Schrank. Krass.
Auf der anderen Seite vom Wohnzimmer ist noch ein Kronleuchter und ein großer Tisch, wie so eine Tafel, der hier bestimmt mal in der Mitte stand. Hier steht eine Kaffeemaschine, verschiedenste Bücher. Ich stelle mich mal kurz hier drauf, um euch zu verdeutlichen, wie groß das Wohnzimmer ist. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen, aber das ist gewaltig. Ein Fenster ist vielleicht jeweils 2,50 Meter breit, also 5,10 Meter. Vielleicht ist das Ding hier 12 Meter lang, das Wohnzimmer. 4 Meter oder 5 Meter hoch. Unglaublich, wirklich. Das sind Ausmaße, das kriegt man auf der Kamera gar nicht so richtig rüber. Okay, gehen wir weiter. Hier gibt es so eine Glastür, die trennt das Wohnzimmer vom nächsten Raum. Ich glaube fast, wir brauchen ein bisschen Licht. Das ist hier die Küche. Vielleicht stelle ich kurz das Licht hier hin. Dann sieht man ein bisschen. Holzverzierte Küche, die ist jetzt gar nicht so groß und wirkt auch nicht so besonders, obwohl das halt keine Billigküche ist, sondern wirklich Massivholz, ne? Teuer ist so eine Küche auf jeden Fall und passt hier in das Haus natürlich besonders gut rein. Backofen, Herd, Mikrowelle, alles da. Also die Küche ist nicht modern ausgestattet, aber sie hat alles, was man braucht. Ist allerdings auch komplett leer. Also persönliche Sachen, so wie drüben im Gästehaus, sind hier jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Trotzdem muss ich sagen, hier mit der Glastür Richtung Wohnzimmer und dem zweiten Teil Küche mit dem Kühlschrank, der sich hier befindet, ist aber, glaube ich, ja, der ist auch leer. Sieht das schon echt krass aus. Hier gibt es einen Keller. Dieser Keller ist aber vollständig unter Wasser. Das ist so ein kleiner Vorratsgewölbekeller. Wahrscheinlich auch nur ein Raum für Vorräte eben. Aber der ist vollständig mit Wasser gefüllt. Und ich meine sogar, hier vorne einen tierischen Schädel im Wasser zu erkennen. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt, aber ich glaube, hier kam mein Tier nicht wieder raus und ist da qualvoll gestorben, direkt hier vorne. Von der Küche geht's dann weiter in ein riesen Esszimmer. Krass, hier liegt ein unglaublich großer Perserteppich. Es geht da so eine Stufe hoch. Boah, und diese Schränke hier. Was sind das für krass alte Schränke? Die sehen ja aus wie aus dem Mittelalter. Vielleicht sind sie das sogar. Wenn die echt sind und nicht nachgemacht, könnten das wirklich alte Schränke sein. Es wirkt ja sogar so, wenn man ganz genau im Detail guckt, dass diese Metallteile hier wirklich handgeschlagen sind. Wenn die wirklich so alt sein sollten, dann sind die eine ganze Menge Geld wert. Aber ich glaube, das Geld kann nicht den Wert aufwiegen, den sie wirklich haben, weil sie einfach so viele Geschichten zu erzählen haben. Da ist übrigens noch so ein Schrank. Das ist unglaublich. Die sind alle von einem Schreinermeister vermutlich gemacht, der dann hier von einem Schmied diese Teile anfertigen hat lassen. Weil das ist definitiv handgeschlagen. Sowas kriegst du bei IKEA auf jeden Fall nicht. Über dem Schrank steht noch ein Gemälde, aber das ist so ein Webgemälde. Das ist so ein Textilmaterial, ist aber dafür auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und auch uralt. Vielleicht ist in einem der Schränke hier sogar noch was drin. Und tatsächlich, es ist noch was drin. Uralte Dosen von irgendwelchen Champagnern oder sowas. Agnus. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kenne die Alkoholmarken alle nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Auf der anderen Seite vom Raum gibt es hier noch einen Kamin. Und ich glaube, hier erkennt man langsam, warum dieses Haus Maison Garfield hieß oder heißt. Hier stehen aufgereiht zig Garfield-Figuren. Die Person, die hier gelebt hat, muss auf jeden Fall mal ein richtiger Garfield-Fan gewesen sein. In verschiedensten Positionen und Gesichtsausdrücken sitzt er hier einfach. Ich weiß nicht, ob ich es lustig oder gruselig finden sollte, aber jetzt haben wir die Antwort, wieso der Name. Der Kamin sieht übrigens auch richtig edel aus. Und habe ich euch die Holzdecke schon gezeigt? Auch die ist massiv, ne? Es ist unglaublich eigentlich. Neben dem Kamin ist noch so ein alter Holzschrank. Hier unten in dem Holzschrank sind sogar noch alte Video-VHS-Kassetten einsortiert. Indiana Jones liegt hier sogar rum. Und verschiedenste andere Filme. Alle da hinten fein säuberlich einsortiert. Ach, guck mal, hier hinten sind sogar noch mehr VHS-Kassetten. Das sind aber alles Disney-VHS. Pinocchio zum Beispiel da oben. 101 Dalmatiner kennt man auch. Ja, kennt man alles.
Ich muss wirklich sagen, dieser ganze Hof überrascht mich bisher extrem. Es ist definitiv ein bisschen unheimlich, zumal ich ganz allein in diesem Haus bin und hier gerade sonst keiner ist. Man hört immer mal wieder auf Geräusche, es ist relativ groß, es gibt zig verschiedene Türen, das ganze alte Holz, die alten Möbel. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch gerne hier wohnen wollen würde. Lasst uns mal nochmal nach hinten gehen, da gab es nämlich auch noch ein paar Türen, da geht's glaube ich in noch weitere Zimmer. Bevor wir jetzt nämlich die Treppe da hochgehen, gibt es hier vorne noch eine Tür, die wieder in einen Flur führt. Schaut mal, der Fußboden hier, wie im Wohnzimmer, auch richtig interessante, finde ich sehr schöne Fliesen. Hier ist eine Tür, wo die Sonne sehr schön reinbricht. Auf der anderen Seite ein Badezimmer. Okay, das ist super klein im Verhältnis zu dem großen Haus. Aber vielleicht ist das auch nur so eine Art Gäste-WC und oben gibt es nochmal ein richtiges. Hier ist eine Toilette, Putzmittel. Steht halt auch eigentlich noch alles rum, ne? Seife, Rasierer. Hier gibt es noch einen kleinen Schrank. Sogar der ist noch eingerichtet. Hier sind noch so Ersatzzahnbürsten und sowas. Von dem Badezimmer habe ich noch eine Tür gesehen gerade. Ah, das ist wahrscheinlich eins der Schlafzimmer. Hier ist aber überhaupt keine Einrichtung mehr drin. Bis auf die Matratze ist das Zimmer eigentlich vollständig leer. Da das Zimmer gerade leer war, gehen wir jetzt eine Etage höher. Hey, das Dach ist auf jeden Fall noch extrem gut erhalten. Das sehe ich doch jetzt schon. Boah, und hier ist alles mit einem krassen Teppich ausgestattet. Alter! Wow. Hier ist auf jeden Fall eine ganz andere Atmosphäre. Hier oben ist nochmal ein riesiges Schlafzimmer. Ich habe jetzt bewusst die Taschenlampe mal ausgelassen, weil das hier wirklich das Licht ist. Ungefähr so sieht es hier gerade aus. Dieser Teppich liegt hier wirklich überall. So ein ganz hochfloriger, heller Teppich, der diesen Raum hier extrem speziell luxuriös fast wirken lässt. Ein riesiges Bett in der Mitte des Raumes. Guckt euch alleine mal das Bett an, wie krass das wieder handverziert ist hier. Massivholz, diese kleinen geschnitzten Verzierungen, dann dahinter dieses Blütenpolster, also dieses Bett in Kombination mit den zwei Nachtschränken ist so dekadent in Kombination mit diesem Teppich, das ist echt irre. Aber es gibt hier noch mehr, außer dem Kronleuchter, der unten auch schon hing. Es gibt nämlich auch noch diese zwei Geräte, die hier stehen. Und da bin ich ganz ehrlich überfragt, was das ist. Da müsst ihr mir in den Kommentaren helfen. Was soll das sein? Hier gibt es so einen langen Schlauch und am Ende ist so eine Bürste dran. Kann man damit Dinge entflusen oder so? Es ist so eine Art Flusenstaubsauger. Und dahinter steht noch ein Teil von Maspotronic oder so. Quick, slow, on, off. Das sieht fast mehr aus wie so ein Massagegerät für den Rücken oder so. Also ich würde halt denken, dass man sich hier so draufstellt, das dann auf den Rücken macht und dann hält man sich hier fest und lässt sich so massieren. Also wer weiß, was diese zwei Geräte genau können, schreibt das gerne mal in die Kommentare. In dem Zimmer hier hat man auf jeden Fall auch einen wunderschönen Ausblick in den Garten. Und, Alter, ich habe es gerade im Augenwinkel gesehen. Seht ihr diese Spinne? Alter, ja, die habt ihr gesehen. Boah, war die groß. War das diese Wolfsspinne oder was? Oder eine normale Kreuzspinne? Ich weiß es nicht. Die lebt hier auf jeden Fall noch in dem Haus. Es gibt jetzt hier neben den Geräten noch eine Tür. Ah ja. Hier brauchen wir wirklich Licht, hier wird's dunkel. Hier gibt's natürlich auch noch ein Solarium und eine Massageliege. Wäre ja auch komisch, wenn's hier kein Solarium gegeben hätte. Ich meine, was erwartet ihr? Wenn man sich jetzt umdreht und wieder ins Schlafzimmer guckt, hat man von hier aus halt auch nochmal einen ganz anderen Blick auf diesen Raum. Da sieht man nochmal mehr vielleicht, wie groß der wirklich ist. Jetzt gehen wir nochmal in die andere Richtung, weil da gab es auch nochmal eine Tür.
Ah, und hier ist das richtig große Badezimmer. Eine große Badewanne, goldverzierte Griffe überall. Die Wasserhähne wurden leider schon geklaut, die waren wahrscheinlich echt wertvoll. Hier nochmal so ein kleiner Schminktisch, ziemlich alt, da liegen so selbstgesammelte Muscheln drin. Und separat hier dann das Klo. Au! Alter, ich habe mich gerade fast erschreckt. Guckt euch mal diese Puppe an. Was ist das denn? Wer bist du? Boah, ist die unheimlich. Als hätten wir heute nicht schon genug Puppen gesehen, taucht diese hier auch noch. Alter, und jetzt kommst du. Oh, willst du mich verarschen? Hä? Alter, ich war gerade so im Flow mit dieser Puppe hier. Oh, und dann sehe ich hier einfach so eine Schattengestalt. Ah, mein Herz, Alter. Okay, Leute, ich glaube, das war's tatsächlich mit dem Video. Wir haben alles gesehen. Unglaublich dekadente Bude irgendwie gerade hier oben. Das ist schon wirklich krass. Der Kronleuchter, diese Riesengröße, vor allem Wohnzimmer und Schlafzimmer, der parkähnliche Garten, das ist schon eine wirklich abgefahrene Location. Und in Kombination mit der chinesisch geschmückten Scheune, mit dieser Kutsche da drin, einmalig würde ich sagen, oder? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das Video und vor allem diesen Ort hier fandet. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Alle wichtigen Links stehen in der Videobeschreibung und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt frau und gesund, euer PJ Adventure. Ciao. Das riesige Gehöft wird wohl noch eine ganze Weile in diesem Zustand bleiben. Obwohl es mehrere hunderte Jahre alt ist, ist es auch in einem wirklich guten Zustand erhalten. Das Dach ist dicht, die Fenster sind alle heile und das bleibt hoffentlich auch so. Bis der neue Besitzer dieses Grundstück umbauen wird. Denn es gibt gute Neuigkeiten. Gleich zum Anfang unseres Drehs trafen wir auf den neuen Besitzer, den Nachbarn. Hallo? It's your house? Yeah. Can we make photos here or? Yeah, you can make photos. Der dieses riesige Anwesen für 600.000 Euro kaufte. Er wüsste selbst auch nicht, was er aus dem Gelände machen wolle. Aber eins steht fest, es gibt einen neuen Besitzer und der wird sich wohl kümmern. Wenn ihr wollt, dass wir in ein bis zwei Jahren nochmal zu diesem Gelände fahren und uns einen Überblick verschaffen, was in der Zeit schon passiert ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Wir sehen uns dann schon bei der nächsten Zeitreise wieder.